Ihr müsst jetzt mal kurz raten, wie lange ich die Buddel schon hier stehen habe. Genau, fast 2 Jahre. Also, es hat fast 2 Jahre gedauert, bis ich das Ding jetzt hier aufmache. Und die Buddel habe ich damals vom Manuel von der Barschule Freiburg mitbekommen, weil er gesagt hat, hier Sascha, mach mal ein lustiges Video damit. Hier ist ein lustiges Video. Also, wir machen den jetzt gleich auf. Nach dem Intro geht's los, Kinders. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute in Deutschland unterwegs, hab für euch was aus der Bimmerle-Brennerei. Und zwar den Wilhelm Evermann Single Malt Whisky. Es ist ein Whisky aus dem Schwarzwald und ich habe die andere Abfüllung davon, den, wie heißt da? Theo, glaube ich. Theo Evermann ist, glaube ich, der Blend aus der Brennerei. Den habe ich schon auf meinem anderen Kanal, nämlich Cheap Mr. Z, verkostet. Aber weil der Kollege hier auf jeden Fall teurer ist als 25 Euro. Na. Boah, der ging aber schwer raus. Kommt der natürlich hier auf meinem Hauptkanal, Friendly Mr. Z. Ja, ich habe einen deutschen Whisky, 42%. Preislich liegen wir irgendwo zwischen 30 und 34 Euro. So sieht das Teil aus. Da seht ihr es, genau. Double, also Black Forest Double Distilled Single Malt Whisky. Und ich muss schon mal sagen, das, was ich als Blend oder auch diesen, wie hieß der nochmal? Bunbury oder so. Doch von den es bei Rewe, glaube ich, gibt. Bun oder Bunbury oder so. Das ist ja auch ein Blend von denen. Und dann Single Malt von, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Blend oder Single Malt war. Aber der war auch ziemlich lecker. Hat mir gut gefallen. Und der Blend auch. Ne? Deswegen bin ich jetzt gespannt, was hier so im Glas ist. Das Besondere daran oder hieran ist, die haben hier einfach mal 7 Fässer miteinander kombiniert. 7 Fässer ist schon hart, finde ich. Aber sie haben es sehr transparent angegeben. Also steht sowohl hier hinten drauf, ne, also wenn ich halt mal kurz näher ran hier, ja, also hinten steht es drauf, welche Fässer dran sind, drin sind. Und wenn du jetzt auf die Homepage von denen gehst, da kannst du die genauen Prozentzahlen sehen, also wie das zusammengesetzt ist. Und hier haben wir 60% Ex-Bourbon, 10% American Oak, da gehe ich jetzt einfach mal von Virgin Oak aus, 10% deutsche Eiche, 10% Akazie, 4% Süßweinfässer, 3% Sherry Oloroso Fässer und 3% Kastanie. Jetzt ist natürlich so, dass gerade Kastanien nicht so viele von euch gerne mögen. Ne? Also ich mag Kastanienfässer sehr gerne. Ich finde, die haben immer so einen ganz, ganz speziellen Geschmack, eher so in diese Richtung ja, dunkle Schokolade, Bitterschokolade, so in diese Richtung geht das. Ne? Also ich mag das sehr gerne, aber wie gesagt, es ist nicht jedermanns Sache und viele schmecken auch bei einem geringen Anteil an Kastanienfass bei so einem Single Malt auf jeden Fall ganz oft auch das Kastanienfass raus. Naja, ich bin halt einer, der kauft auch Abfüllungen, die nur Kastanienfässer gesehen haben. Also von daher, ich bin da ganz offen. Gut, also ich würde sagen, wir halten hier mal die Nase rein, gucken, was wir so im Glas haben. Also los geht's, Kinders. Also der hat sowas, also ich sag mal so, es fängt für mich erstmal so an, dass der diesen typischen leichten Muff, den du bei rein Ex-Bourbon-Reifung kriegst, der kommt total durch. Also ich habe ja bei, das hast du nicht bei allen Ex-Bourbon-Reifungen, aber viele, viele haben das, dass die so einen leichten, muffigen Touch einfach haben und ich finde, das kommt hier gerade total durch. Was auf jeden Fall auch durchkommt, ist meiner Meinung nach, wenn es ein Virgin Oak war, dann finde ich, merkt man es auf jeden Fall. Es hat eine sehr intensive Holzwürze in der Nase. Aber es hat auch eine gewisse Süße dabei. Das ist so ein bisschen, ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus karamellisiertem Holz und so ein bisschen Zuckerwatte, ne? Ne?
Aber es ist total würzig. Also ich finde, es kommt so eine richtig fast schon herzhafte Holznote durch. Ne? Also ich weiß nicht, wie man herzhafte Holznote, mit was kann man das beschreiben? Man hat nichts jetzt mit irgendwie so einem Aufstrich oder so zu tun. Das ist einfach oder so irgendwie Pommes oder keine Ahnung was man sich darunter vorstellt. Aber es hat dieses fast schon fleischige, würde ich bald sagen. Kriege jetzt auch so ein bisschen grünes Holz noch mit dabei. Also insgesamt finde ich, ist das schon ein sehr holzlastiger Whisky. Da muss man einfach so sagen. Die 42% ist, merkst, also du merkst jetzt halt nichts in der Nase oder so. Ist auf jeden Fall sehr gut eingebunden. Wir haben ja schon Whiskys getrunken mit 40% und 42 und 43%, die brennen ja schon beim Riechen in der Nase, aber hier merkst du nichts davon. Mich würde ja interessieren, wie alt der ungefähr ist, ne? Aber jung, finde ich, riecht der jetzt nicht. Kann natürlich auch sein, dass die auch ältere Fässer genutzt haben. Aber das war es halt auch, ne? Also ich finde, der ist jetzt nicht so super komplex in der Nase, ne? Bei 7 verschiedenen Fässern habe ich jetzt gedacht, ja, da kann man das ein bisschen rausriechen oder das ein bisschen. Aber ich finde, dazu ist er echt sehr verschlossen. Kriege jetzt auch so eine ganz leichte Zimtnote raus. Vielleicht ist das dieses karamellisierte Holz, was wir ein bisschen mit Zimt eingepudert haben. Naja, hilft ja nichts, wir müssen mal probieren. Also, Kenners, auf euch, Prost! Also ein bisschen schiebt er schon. Es hat so einen leichten, ja, schon fa fast Chili-Catch, finde ich, hinten raus. Es hat eine krasse Holznote am Anfang, die sich aber direkt umswitcht in so einen sehr süßen, karamelligen Moment. Also es ist sehr cremig, es ist fast wie so ein Nachtisch. Ja, so in die Richtung geht das. Aber hinten raus, wenn diese leichte Schärfe raus ist, hast du wieder Holz. Es bleibt eine schöne Holzwürze da. Es ist aber nicht so unangenehm, ne? Also es gibt da Abfüllungen, die sehr, sehr, sehr viel Holz haben, wo du halt so eine gewisse Schärfe hast oder deine Zunge taub wird und so. Das finde ich, hat der nicht. Aber es ist so dieses, ja doch, es ist süß. Es ist was Süßes. Es ist was hinten raus, was leicht Herbes. Also jetzt nicht so wie ausgelutschtes Fass, sondern eher wie so eine Bitterlemme oder so, ne? So in die Richtung geht das hinten raus. Aber spannend ist, wenn du probiert hast, ist die Nase tot. Wenn ich jetzt dran rieche, es riecht einfach. Ich könnte dir nicht sagen, dass ich Whisky im Glas habe. Ich probiere nochmal einen Schluck. Also, bleibt so, dass du wirklich im ersten Moment hast du wirklich dieses relativ intensive Holz, fast auch schon so ein bisschen grünes Holz. Dann wird es sehr karamellig, sehr süß. Es hat wirklich was von so einer leicht flüssigen Crème Brûlée bald, ne, wo du echt so richtig dick Karamell geröstet oben drauf hast und so einen cremigen Milch-Vanille-Charakter. Also in diesen Style geht das rein. Dann kommt, wie gesagt, für mich, es ist wie so eine Art Chili-Catch. Es blitzt einmal so eine gewisse Hitze auf und dann hast du halt eine ganz leicht herbe Note wie vom Bitterlemon. Und im Abgang merkst du halt noch das Holz, du merkst ein bisschen Karamell, aber es bleibt Holz. Es bleibt eine Holzwürze da. Du merkst auf jeden Fall, dass du einen relativ holzlastigen Whisky im Glas hast. Aber ganz ehrlich, wenn du den in Blind Tasting reinhaust, da merkt kein Schwein, dass der aus Deutschland kommt. Das ist ein gut gemachter Whisky, kann man nicht anders sagen. Also,
Man könnte es vielleicht anhand vom Virgin Oak ein bisschen erahnen. Das ist immer das Verräterische, ne? Dass immer so viele mit Virgin Oak arbeiten. Also ich bin mir nicht 100% sicher, ob es Virgin Oak ist, aber es hat halt diesen Charakter, ne? Vielleicht kommt es auch von einem anderen Fass, ich weiß es nicht. Aber so zum Beispiel die Kastanie kriege ich für mich irgendwie gar nicht raus. Vielleicht diese leicht herbe Note, die ich hinten raus habe, es könnte vom Kastanienfass sein. Aber Nase, sorry, weg. Ist einfach nicht mehr da. Also ganz ehrlich, für einen deutschen Whisky sehr cool. Freut mich, dass auch hier gute Qualität abgeliefert wird, weil ich weiß, oder ihr wisst ja, ich bin ja immer pro deutscher Whisky. Ich fahre ja nicht umsonst durch die ganze Republik und streame aus den jeweiligen Brennereien irgendwelche lustigen Tastings für euch und mit den Leuten, die da halt arbeiten. Aber es gibt natürlich auch viele Brennereien, wo ich einfach sage, da passt es einfach nicht, ne? Also auch von den Abfüllungen her oder so, ne? Also da, wo ich einfach sage, das schmeckt mir einfach auch nicht, ne? Und ich finde, hier merkst du einfach, hier hat jemand eine Idee gehabt und hat auf jeden Fall auch einen Plan gehabt. Warum mache ich das? Wie mache ich das? Was will ich da abfüllen? Ne? Klar finde ich diese 7 Fässer auf jeden Fall ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich haben die einen coolen Whisky rausgebracht. Also von daher, von mir kriegt das Ding hier 4 Daumen hoch. Ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, wenn ihr Bock habt, mal einen deutschen Whisky zu probieren. Nehmt euch den hier, da macht ihr auf jeden Fall nichts mit falsch. Der bietet relativ viel an. Schade ist einfach nur, dass man da nicht so viel dran riechen kann, weil die Nase ist einfach sehr flach, sehr schwach und bietet einfach nicht so viel an. Muss man einfach so sagen. Aber ich glaube, dass das ein Whisky ist, der sehr, sehr vielen schmecken wird, vor allen Dingen auch Leuten, die Einsteiger sind. Die werden sicherlich hierzu nicht Nein sagen. Gut. Also, wenn ihr den Wilhelm Evermann schon mal im Glas hattet, gerne mal euer Feedback dazu in die Kommentare. Wie immer, ihr kennt das ja, Like da lassen, Kanal abonnieren. Wenn ihr Lust auf eine Flaschenteilung habt, direkt hier unten drunter findet ihr meine Links in den Shop jeweils und da könnt ihr mal gucken, was da so mit bei ist. Auch gerne mal bei den Online-Tastings gucken, sind auch immer wieder regelmäßig neue Termine drin, wird immer wieder geupdatet. Also einfach mal reinschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch bei einem Online-Tasting mal einschaltet und mitmacht. So, und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch eine angenehme Zeit, euer Freddy Mr. Z.